Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ihr Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir machen heute weiter mit der FC Energie Cottbus Karriere. Wir sind jetzt Anfang der zweiten Saison und wir haben es ja geschafft, in der letzten Episode noch sogar Erster zu werden in der dritten Liga und damit aufzusteigen in die zweite Fußball-Bundesliga. Wenn man sich jetzt unseren Kader anguckt, dann muss man sagen, wir sind eigentlich echt bestimmt mit die schwächste Mannschaft von overall. Wir haben, wir haben einen Spieler über 70 in der Startelf und das ist unser Keeper. Ansonsten ist der beste 67 und das ist halt für ein Zweitligateam schon echt fragwürdig. Das heißt, wir müssen dieses Jahr sehr viel machen an unserem Kader. Das ist halt einfach so. Um konkurrenzfähig zu sein, es wird wahrscheinlich nicht alles in einer Saison klappen, aber ich habe schon mal einiges vorbereitet. Und zwar zunächst einmal haben zwei Leute Transfervorschläge reingeschrieben in der letzten Episode oder unter der letzten Episode. Zum einen Sandro Tonali, der soll ganz gut sein, vielleicht für die zweite Saison. Ich habe mir auf jeden Fall mal gescoutet. Sieht interessant aus. Ich habe mich jetzt auch bei SoFIFA mal so ein bisschen reingeklinkt und da durchgeguckt. Ich habe ihn angefangen zu scouten. Ich habe sehr viele Spieler angefangen zu scouten, die Potenzial haben und ein solides Rating haben, Leute. Von daher werden wir da auf jeden Fall mal gucken. Es wird so knapp einen Monat dauern. Wir haben halt nicht die besten Scouts. Das heißt, es dauert knapp einen Monat, ehe alle durch sind, die ich bis jetzt eingefügt habe. Ansonsten Moussa Kone wollte einer noch. Allerdings muss ich da sagen, der hat ein relativ lowes Rating und kein allzu krasses Potenzial. Ich habe ihn jetzt mal gescoutet. Wir werden sehen, wie es aussieht. Aber ja, ich bin da nicht so der Fan von. Außerdem sollen wir Tim Kleindienst holen. Ich hätte echt schon Bock drauf, Leute. Das Problem ist halt nur, der kostet 3,5 Millionen, beziehungsweise sogar 5,5 Millionen. Hatte ich irgendwie jetzt falsch im Kopf gehabt. Und wir haben selber nur 2,6 zur Verfügung. Von daher, wir werden sehen. Hier mal so ein kleiner Einblick von den Spielern, die ich gescoutet habe. Es werden sehr, sehr viele dabei sein, die einfach noch nicht in unserem Budget liegen. Aber wir werden auch einiges ausmisten müssen. Ausmisten in dem Sinne, dass die einfach für die zweite Liga nicht mehr so konkurrenzfähig sind in dem Sinne, um uns da irgendwie weiterzuhelfen. Des Weiteren habe ich eine Abstimmung gemacht. Ihr seht das Ergebnis jetzt gerade im Hintergrund. Wir sollen Piotrowski in unser Profiteam übernehmen und ihn dann an die Startelf direkt stellen für im Endeffekt Starzev und Bitroff. Er wird unser Stammrechtsverteidiger sein in der nächsten Saison. Er hat großes Potenzial, hat so schon das gleiche Rating wie Starzev und ja, und wie Bitroff. Und deswegen, Leute, werden wir ihn auf jeden Fall übernehmen. Er ist echt langsam, wir müssen ihm auf jeden Fall Tempo antrainieren, das sieht man hier schon. Ansonsten hat er jetzt auch nicht die krankesten Werte, aber vom Rating her geht er schon voll fit. Er kann außerdem links spielen, ist groß und ja, 2-Sterne-Skills, 3-Sterne-Weakfoot sind jetzt nicht das Beste, aber es ist auf jeden Fall okay. Low-High-Arbeitsraten sind nice für den Verteidiger, das heißt, er bleibt wirklich hinten und der wird auf jeden Fall jetzt in dieser Saison rangeführt, Leute, an unseren, ja, auf unseren Rechtsverteidigerposten da. Des Weiteren werden wir halt einen von den beiden anderen Rechtsverteidiger verkaufen müssen. Und ich denke, das wird hier in dem Fall Starzev treffen. Einfach weil er im Moment wahrscheinlich am meisten bringen wird. Im Gegensatz jetzt halt zu Bitroff, der ist schon älter. Und ist halt in dem Sinne das alte Backup. Starzev ist ja noch ein bisschen jünger und wird wahrscheinlich auch ein paar mehr Millionen Euro bringen. Wenn überhaupt, also nicht Millionen, aber ein paar hunderttausend mehr bringen. Als ein Alexander Bitroff. André Starzev selber hat jetzt auch nicht das krankeste Potenzial, er ist jetzt schon fast an seinem Potenzialmaximum angelangt, von daher denke ich mal, können wir das in dem Sinne auf jeden Fall machen. Ansonsten, ich habe mich noch gar nicht auseinandergesetzt, inwieweit wir die Verträge verlängern müssen. Devante Parker müssen wir verlängern, Rauhut, Spahic, Starzev selber auch, Broschinski, Bitroff, Grundmann, Stein, Beazit, Knechte, Schlüter, Zimmer, Stanese, Geißler, Weidlich, ja gut. Eigentlich ist der Plan jetzt zum Beispiel so einen Kevin Weidlich zu verkaufen, weil er schon älter ist. Ein Stanese würde ich auch eher verkaufen, vielleicht sogar, weil er halt ein bisschen Kohle einbringen würde. Ich mache es so, ich simuliere jetzt erstmal so bis zum 20. vor, dann werde ich einige auf die Transferliste setzen und gegen Ende der Transferphase, wenn wir bis dahin, oder nach der Transferphase, wenn wir bis dahin keine verkauft haben sollten, werde ich mit denen verlängern, weil ich will die jetzt nicht für null ziehen lassen. Das wäre ein bisschen bitter. Von daher, Leute, ich würde sagen, wir gehen rein, mal gucken, was passiert. Let's go! Natürlich werden wir erstmal eingeladen zu einem Vorbereitungsturnier und dann nehmen wir natürlich auch das mit der meisten Kohle als Belohnung. Sollte klar sein, wir brauchen jeden Euro. Ich bin jetzt gerade noch voll im Ultimate-Team-Modus und wollte Coin sagen. Wir sehen auf jeden Fall, dass 1, 2, 3, 4 Spieler direkt mal verliehen werden. Und zwar Emil Schmidt,
Niklas Geißler, Felix Klein und Björn Neumann. Ist auf jeden Fall gut, damit haben wir noch ein klein bisschen weniger Leute im Kader auch. Ist vielleicht in dem Sinne auch gar nicht so gut, weil dadurch haben wir weniger Ersatzleute. Wobei, das reicht noch aus im Moment, würde ich glatt behaupten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Können wir jetzt schon trainieren? Ich glaube nicht. Das war jetzt gerade mal ein Tag, den wir vorsimuliert haben. Von daher gehen wir weiter in diesem Monat. Wir sehen nochmal, Leute, dass wir eigentlich nur ein Transferbudget von 1,3 Millionen haben. Allerdings haben wir noch 2,8 Millionen drauf bekommen und das ist ganz nett, weil ansonsten könnten wir hier alles komplett vergessen. Wir kriegen ein Angebot für Alexander Bittroff. Der ist im Moment 325.000 wert. Ich habe ja gesagt, Starter würde sich eher verkaufen. Kam jetzt noch kein Angebot rein natürlich. Dennoch nehmen wir natürlich gerne die Verhandlungen auf mit diesem Verein hier. Ich würde ihn nur ungern verkaufen, bin ich ehrlich. Ich würde lieber Starter verkaufen. Einfach weil auch Bittroff so eine Vereinslegende ist von Cottbus. Deswegen bin ich da eigentlich eher dabei, Starzef zu verkaufen. Klar, Starzef ist ein Spieler, der in Real Life auch bei Cottbus spielt. Aber Bittroff ist halt, wie gesagt, eine Vereinslegende. Von daher würde ich den ungern verkaufen. Veracruz will auch nicht allzu viel ausgeben für ihn. Kann ich verstehen, denn er ist schon alt. Aber wir wollen ihn trotzdem auch nicht abgeben. Ein weiteres Transferangebot für einen Spieler, bei dem ich sehr, sehr offen bin, ihn abzugeben, habe ich ja schon gesagt. Und zwar Kevin Weidlich wird das Ganze hier sein. 280.000 oder wie viel waren das gerade? Ja genau, 280.000, 325.000 ist er wert. Wir gehen auf jeden Fall mal hoch auf 400.000. 420.000 machen wir mal. Bitte haut nicht gleich ab. Sie sind kompromissbereit, sie kommen uns entgegen. 310.000 ist schon mal ganz gut, würde ich behaupten. Machen wir mal 380.000, damit wäre ich auf jeden Fall zufrieden. 310, okay, komm, wir gehen noch ein Stück weiter runter. Auf 350.000. Viel mehr würde ich eigentlich nicht runtergehen. Wir wollen 320.000. Okay. Wir bleiben bei 350.000, Leute. Da sind wir stur. Ja, und sie bezahlen die ganze Summe. Nice one. Das heißt, Kevin Weidlich wird uns dann höchstwahrscheinlich in dieser Saison verlassen. Ich weiß, es wird nicht gut ankommen, wenn ich jetzt so viele Cottbuser ziehen lasse, die eigentlich bei Cottbus spielen. Aber Leute, für diese Karriere ist es wichtig, dass wir auch konkurrenzfähig bleiben. Und da gehört es nun mal dazu, einige Spieler, die einfach nicht mehr der Startelf entsprechen oder die den Ligastandard entsprechen, auszusortieren und zu verkaufen und dafür stärkere Spieler zu holen, die uns auch verstärken in dem Sinne. Von daher gehen wir erstmal in das erste Spiel rein. De Freitas ist Stein und Smith Rowe treffen bei unserem 3:1-Sieg gegen St. Gallen. Ist auf jeden Fall ganz nice, mit einem Sieg in das erste Spiel hier zu starten oder ja, an das Turnier zu starten an sich natürlich. Wir trainieren außerdem unseren guten Piotrowski hier. Er kriegt schon Tempo, wie man hier sieht. Ansonsten mal gucken, wen wir noch trainieren können. Hier von niemanden wirklich. Die trainieren wir auch schon alle. Piotrowski natürlich auch schon. Dann machen wir Schwarze noch hier rein ins Training. Könnte man ja auch mal gönnen hier. Weil auf lange Sicht ist Bahic auch schon an seinem Zenit, was das Potenzial angeht, angelangt, leider Gottes. Er ist zwar stark mit 71, hat das sehr schnell in der letzten Saison erreicht, aber wie man gesehen hat, ist er dann auch nicht viel höher gegangen, weil ja 71 ist halt sein Maximum-Rating, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das ist dann halt schon ein bisschen bitter so, weil auf lange Sicht wollen wir nicht mit dem 71er Keeper weitergehen. Ich werde es nicht so lange. Okay, Felix Geißler 660.000 wollen wir verhindern. Sollte klar sein, weil wenn wir ihn verkaufen sollten, dann will ich schon ein bisschen mehr für ihn rausholen, sollte klar sein. Also verlängern wir direkt mal mit Geißler ohne Freigabesumme. Aber zunächst einmal gehen wir in die Verhandlungen um Graudenz rein, bei dem ich auch gar nicht abgeneigt bin, ihn zu verkaufen. Da bieten sie sogar sehr viel schon mal, muss man sagen. Wir gehen mal auf 350.000 hoch, auch wenn sie schon so über... Scheiße. Bitter. Die sind schon so über Marktwert gewesen und was mich schon echt verwundert hat. Aber ich will halt eigentlich... Ja, ist ja gut hier. Ich will ihn schon eigentlich verkaufen so. Aber es hat mich halt verwundert, dass sie schon so hoch rangegangen sind. Deswegen dachte ich, ja, kannst du ja noch ein Stück höher gehen, so. Ja, eben nicht. Aber okay, wir müssen jetzt erstmal mit Geißler das Ganze hier verlängern, Leute. Weil ansonsten verlieren wir ihn für sehr, sehr wenig Geld. Und das wäre dann doch schon ein bisschen bitter. Ich bin jetzt auch nicht so dafür bereit, Geißler unbedingt zu verkaufen, bin ich ehrlich. Weil er ist schon ein guter Spieler auch. In-game lässt er sich gut spielen. Von daher, ja. Und er ist halt noch jung. Von daher kann er sich vielleicht auch noch ein bisschen besser entwickeln. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was sein Maximumpotenzial ist, ist es 70 sogar. Von daher hat er noch einen, ja, noch 5 Ratingpunkte vor sich, was auf jeden Fall okay ist. Von daher gehen wir noch auf eine Verlängerung mit ihm. Das heißt, wir machen jetzt mal 4 Jahre, dann geht er auf 3 Jahre und dann ist gut. Ja, oder halt 2 und dann machen wir jetzt 3 und dann ist gut. So viel dazu. Ja, 3 Jahre ist solide. Ja,
akzeptieren wir. Wir wollen auch keine Freigabesumme, deswegen sind wir ja hier bei dem Schlamassel schon mal angelangt. Wir machen Bonus entfernen und machen wir das so. Könnte ich auf jeden Fall mit leben. Okay. Ja, jawohl. Damit haben wir verlängert mit Felix Geißler. Die Freigabesumme ist damit auch vom Tisch. Und ich würde sagen, dann gehen wir weiter in das nächste Spiel rein. Machen wir mal gleich live hier die Aufstellung. Wir müssen ja ein bisschen rotieren, denn unsere Spieler sind ja nicht mehr die fittesten hier, wie man sieht. Beziehungsweise wir wollen ja auch nicht unbedingt eine Verletzung riskieren in so einem, in dem Sinne, unwichtigen Spiel. Deswegen gehen wir mal hier einfach mal rundum so. Piotrowski auch raus für Bittroff. Na komm, der Schwarze wollte spielen, dann lassen wir ihn mal spielen. Und dann gehen wir rein in die zweite Partie des Pokals. Wo wir natürlich auch weiterkommen wollen, natürlich, um ein bisschen Kohle mitzunehmen. Das erste Spiel haben sie unentschieden gespielt gegen Portsmouth und gegen uns verlieren sie ebenfalls, beziehungsweise verlieren sie. Bittroff und Chanesa treffen. Solide, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mit leben. Ja, haben wir noch eine Nachricht hier. Schwarze bedankt sich für die Chance, kein Problem. Hast leider nicht die Null gehalten, aber trotzdem gewonnen. Von daher sind wir auch schon sicher als Erster weiter, wie man hier sieht. Das heißt, wir können in die nächste Partie easygoing mit der B11 gehen. Und da verlässt einer unserer letzte Saison Stammspieler, jedenfalls zu Beginn der Saison, den Verein. Das ist Kevin Weidlich. Er geht zu Deportes Temuco für 220.000 im Endeffekt, die wir bekommen. Außerdem können wir über einen Transfer von Felix Geißler verhandeln, Leute. Und das sind dann schon mal andere Summen als die 660.000, die wir eben einfach hätten nur bekommen für ihn. So sind schon mal 820.000 hier auf dem Tisch. Oder 810, pardon, habe ich verlesen. Die wir auf jeden Fall bekommen als Angebot. Wir gehen aber natürlich noch höher auf 1,1 Millionen. Finde ich auf jeden Fall schon eine interessante Sache. Ich will keine Weiterverkaufsgebühr, Leute. Sollte klar sein. Ich will 1,1 Millionen haben. Für einen Felix Geißler. Und sie nehmen direkt an. Leute, das war echt... Alter, sie nehmen 1,1 Millionen für Felix Geißler. Das war echt nicht geplant. Aber es ist auf jeden Fall fast das Doppelte, also nicht, natürlich nicht im Ansatz, also ne, aber auf jeden Fall deutlich mehr als das, was uns der Verein vorher hätte geboten hätte mit der Ausstiegsklausel. So kriegen wir immerhin 1,1 Millionen für Felix Geißler. Ich will ihn eigentlich nicht unbedingt verkaufen, bin ich ehrlich, aber für 1,1 Millionen ist das dann schon nicht schlecht. Das ist 400.000 über Marktwert knapp und das ist schon ordentlich, würde ich behaupten. Gut, im Nachhinein denke ich mir, hätte es mal höher verlangt oder mehr verlangt, aber gut. So ist es jetzt nun mal, das müssen wir jetzt mit leben. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch nicht zu angepisst darüber, dass ich ihn jetzt wahrscheinlich verkaufen werde. Grundmann kommt mal rein, Piotrowski darf wieder spielen, wir rotieren hier wieder ein bisschen durch. Graudenz darf auch spielen, natürlich, come on. Da sind wir nicht so geizig, hier, Geister kriegt eins seiner letzten Spiele wahrscheinlich für unseren Verein. Verfahren kommt auf die 6, joa, De Freitas, Scheithauer. Wir sind eh durch, von daher, ja, lassen wir hier noch einmal komplett durchrotieren und... gucken, was wir gegen Portsmouth anrichten können. Natürlich werden wir auch, wenn ich es jetzt gerade schon auszusehen darauf geklickt habe, wir werden heute kein Spiel machen, aber wir stellen hoch auf Ultimativ, Leute. Das habe ich auch in der Abstimmung abgefragt und das werden wir jetzt machen in dieser Saison. Einfach, um es doch schon in dem Sinn realistischer zu halten, dass wir jetzt vielleicht nicht durchmarschieren werden. Nicht, dass ich jetzt so ein krasser Spieler bin, aber ne, wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen. Verlieren hier das Spiel, kann ich mit leben. De Freitas macht das Tor. Ja. Wir sind ja eh weiter gewesen, von daher in dem Sinne egal. Aber wir gehen direkt ins Training rein, würde ich sagen. Let's go. Und mal gucken, vielleicht steigt ja jemand. Es steigen sogar zwei Leute. Bergmann und Kaminski steigen. Auch Schwarze steigt in einzelnen Werten, wie man da sieht. Von daher ganz nice, Leute. Nehmen wir gerne mit. Wir bekommen schon mal 450.000 für das Erreichen des Halbfinals. Außerdem, ja gut, Mamba wollte in der Startaufstellung stehen, ist jetzt nicht so wichtig, war eh ein unwichtiges Spiel. Fabi Viteriti bekommt ebenfalls ein Angebot. Mal gucken, ob wir da auch schön hoch verhandeln können. Ich will ihn eigentlich auch nicht abgeben, da bin ich ehrlich. Er ist halt schon so eine Identifikationsfigur im Moment, auch in Real Life halt mit dem vom Verein. Und deswegen bin ich nur gewillt, ihn bei 1,5 Millionen ungefähr abzugeben. Werden sie, denke ich mal, gleich raus sein. Genau, Sion hat nicht im Ansatz so viel Kohle, wie man hier sieht. Von daher kann man damit auf jeden Fall auch leben, dass sie da raus sind. Let's go in die Partie gegen Bradford. Wir haben natürlich jetzt unsere einigermaßen Startelf spielen lassen, also unsere besten auf jeden Fall ungefähr so. Also doch schon eigentlich im Moment. Ist das unsere beste Aufstellung und Streli Mamba machte direkt am Anfang mal die Führung, dann verschießen die Gegner zum Glück einen Elfmeter, denn in der 89. bekommen sie noch den Ausgleich. Und dass sie nicht Elfmeter schießen können, zeigen sie auch im Elfmeterschießen. Haha, denn da verlieren sie gegen uns mit 4 zu 3.
Von daher sind wir im Finale, Leute, in der, ja, ersten Episode dieser Saison. Und da verletzt sich direkt mal Marco Fafan für 8 Wochen. Das ist scheiße, Leute, das ist echt scheiße. Wir kriegen aber 650.000 direkt mal gutgeschrieben. Außerdem bekommen wir 725.000 Euro gutgeschrieben für den Verkauf von Felix Geisler, der uns damit verlässt in Richtung Granada. Und damit sind wir jetzt schon bei einer beachtlichen Transfersumme von bei einem beachtlichen Kontostand von knapp, ja, 4,5 Millionen, 4,6 Millionen. Wir können ja natürlich noch ein bisschen Gehalt mehr raufhauen, dann sind wir bei 4,5 Millionen, aber es passt ja im Moment. Ich werde jetzt in dieser Episode halt so weit vorsimulieren, bis wir bei den Scout-Berichten angelangt sind. Und dann könnt ihr entscheiden, schreibt mir in die Kommentare, stimmt ab, je nachdem, wie ich das alles handhaben werde, werde ich ja dann sehen, wenn die Scout-Berichte da sind, wie wir es machen werden. Ist natürlich jetzt mega bitter, dass uns gleich 2 Spieler in dem Sinne verlassen, denn der eine ist verletzt, der andere hat uns richtig verlassen. Ist echt bitter. Wir lehnen den Dutiabe, den ebenfalls, die sind alle echt nicht gut, leider Gottes. Schicken jetzt aber den Scout direkt mal woanders hin, würde ich behaupten. Und zwar, ja gut, nicht hier. Das war das falsche Menü. Wir schicken ihn direkt mal nach Deutschland wieder oder was. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. 3 Sterne hat er ja. Den haben wir uns ja damals geholt. Ich denke mal, wir schicken ihn nach England. Da waren wir bis jetzt noch nicht. Auch für 9 Monate direkt. Let's go. Könnten wir uns einen neuen Scout holen, der einigermaßen billig ist. Ja, hier für 4 Millionen. 2 Millionen. Ja, also ich will eigentlich im Moment noch keinen Scout holen, keinen weiteren. Klar, man kann über Jugendspieler sehr, sehr viel machen. Und wir haben auch schon einen, der wirklich für die Startelf und auch für die Zukunft gut ist, dabei. Aber das ist mir echt zu viel Geld im Moment, wenn ich überlege, dass wir damit Stammspieler holen können. Ihr schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare, sollen wir lieber einen Scout holen für die Kohle oder sollen wir uns lieber richtig, also aktiv im Moment verstärken oder nicht für die Zukunft, so oder so. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Wir lassen mal Piotrowski auf links spielen. Der muss im Endeffekt auch mal wieder irgendwann in die Form kommen hier. Ansonsten nehmen wir Bergmann noch mit auf die Bank, der soll auch in Zukunft mal irgendwann in unserer Innenverteidigung spielen. Das ist natürlich auch ein junges Talent hier, könnte auch als ZM spielen, wie gesagt, aber ist eigentlich jetzt schon stärker fast als Stein vom Rating her. Auch fitter im Moment und hat halt Potenzial für die Zukunft, Leute. Von daher lassen wir mal Bergmann für Stein spielen und gehen damit ins Finale, Leute, dieses Pokals, wo wir natürlich auch gerne gewinnen wollen gegen Lugano, denn die Kohle könnten wir schon benötigen. Die haben gegen Unterhaching 3:1 gewonnen. Und mal gucken, wie sie gegen uns spielen werden. Wir gewinnen mit 3:0 und Piotrowski trifft direkt mal von der Linksverteidigerposition aus. Nice. Richtig sick, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall sehr gut mitnehmen. Und damit gewinnen wir das Turnier, Leute. Haben wir im letzten Jahr nicht geschafft. Kriegen nochmal 800.000 gut geschrieben. Wir kriegen Lob für unsere Leistung bei dem Pokal. Erster am Ende ist perfekt. Wir gehen natürlich auch ins Training rein. Und ja, mal gucken. Schwarze steigt direkt im Rating, Smith Rowe bei der Ballkontrolle und Bergmann auch beim Abfangen. Schwarze schon wieder auf der Hälfte vom nächsten Rating, könnte ja dann in der Zukunft unser Torhüter sein. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was der für ein Potenzial hatte, müsste ich mir nochmal in irgendeine alte Episode angucken. Man kann es ja, glaube ich, auch an dem Satz ablesen, aber ich kenne mich damit nicht so gut aus, bin ich ehrlich. Ja, steht hier nicht, wa? Steht das hier irgendwo? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, ich muss mir da nochmal angucken, was genau für ein Potenzial der gute Herr hatte. Dann gehen wir auf jeden Fall weiter, bis die Scout-Berichte kommen. Die erste Nacht Scout-Berichte sind am Start, Leute. Wir gucken mal rein, was sie uns alles verraten. Und zwar haben wir Alakouche mit einem 69er Rating als Rechtsverteidiger. Hatte auch gutes Potenzial. Wie gesagt, alle haben über 80 Potenzial hier. Habe ich extra vorher nachgeguckt. Leute, Kelly ebenfalls mit dabei für 3 Millionen, ganz schön teuer in dem Sinne, 1,6 für Alakouche ist dann schon ein bisschen affordable. Durkin ist mega interessant, der ist auch richtig gut, was das Potenzial angeht und sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Von daher, wir könnten ihn uns wirklich holen, Leute. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan von Durkin, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, der wird locker nur vielleicht sogar unter 1 Million kosten, wenn wir Glück haben. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es wäre auf jeden Fall ganz geil so. Und der hat ein gutes Rating, hat ein gutes Potenzial. Bin ich auf jeden Fall interessiert dran. Ein Dicker ist auch echt nicht schlecht. Der hat auch ein gutes Potenzial und einen 67er Rating schon. 1,3 Millionen gerade mal wert. Freigabesumme von 2 Millionen. Das wäre auch noch möglich auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein bisschen drunter, wenn man gut verhandelt. Malastia ist halt ein bisschen teurer dann schon. Spielt halt auch bei Chelsea. 3 Millionen ist dann doch schon ein bisschen teurer natürlich. Reece James, auch ein gutes Potenzial logischerweise. Ist halt auch wieder ein Verteidiger. Wir haben halt sehr viele Defensive leider hier am Start gerade. Trotzdem gutes Potenzial, solides Rating. Summe ist auch vollkommen in Ordnung. Wäre auf jeden Fall auch interessant, würde ich sagen. Ansonsten
haben wir noch ein, zwei andere, glaube ich, gehabt hier eigentlich. Ist halt gerade blöd, dass die Scouts nirgendwo sind, aber sonst hätte ich die nicht alle scouten können. Alakusha hatten wir, Dicker, Durkin, Lloyd Kelly, Rhys James, Malassia, aber Itta hatten wir noch nicht und Kone auch noch nicht. Dann gehen wir mal hier rauf. So, Leute, dann haben wir nämlich hier nochmal den guten Gianluca Itta, der spielt halt mittlerweile bei Leverkusen, ist also gewechselt, könnten wir wahrscheinlich eh nicht verpflichten, ist aber auch ein Riesenpotenzial oder hat ein Riesenpotenzial einfach, ist aber auch ganz schön teuer natürlich. Moussa Kone hat ein 68er Rating, ist natürlich besser als Shrely Mamba im Moment, aber dennoch spielerisch, denke ich mal, nicht viel besser. Gut, er ist schnell, genauso wie Mamba, aber er hat halt auch kein Potenzial so, Leute. Das ist halt einfach Fakt. Kone hat, glaube ich, ein Potenzial von 70 oder was, keine Ahnung. Ich guck mal gerade nach. Moussa Kone. Wo ist er? Der heißt doch Moussa, ne? Ja, der heißt Moussa Kone. Aber ich finde ihn gerade nicht. Da ist er. Der ist schon gestiegen sogar. Der hat ein 74er Potenzial. Gut, das ist echt nicht schlecht. Aber wenn man überlegt, dass man dafür halt einen Shrely Mamba hat, der hat, glaube ich, nicht im Ansatz so ein gutes Potenzial. Der hat ein 68er Potenzial. Ist also im Prinzip jetzt schon besser, als es Mamba jemals werden wird in dem Sinne. Aber wir könnten natürlich versuchen, Leute. Sollen wir Shrely Mamba versuchen, mit Moussa Kone einzutauschen? Schreibt es mir in die Kommentare. Stimmt oben ab. Ich muss mir das alles mal aufschreiben, was ich für Abstimmungen noch machen werde. Aber stimmt auf jeden Fall ab. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Weil wir brauchen, denke ich mal, nicht beide unbedingt. Wir könnten natürlich einen Doppelsturm machen, aber es wäre halt dann doch schon ganz schön teuer natürlich irgendwann auf Dauer, wenn wir ja auch keine weiter abgeben. Ich meine, wir haben schon Weidlich und Geißler abgegeben, aber trotzdem müssten wir da wahrscheinlich noch mehr abgeben, um den Kader halt gut umzustrukturieren. Kaminski und Smith Rowe steigen im Rating schon mal, das ist ganz nice. Ja, ansonsten, wie gesagt, stimmt oben ab. Guckt euch die Abstimmungen an, stimmt ab, bewählt weise. Wir gehen noch ein Stück weiter und dann kommen wir sogar schon zum ersten Ligaspiel. Wäre natürlich schön, wenn wir bis dahin wenigstens einen verpflichtet hätten, würde ich fast behaupten. Aber ja, wir warten natürlich noch auf weitere Scout-Berichte, die noch kommen werden, hoffentlich. Ja, im Moment erstmal noch nicht. Pressekonferenz, Monatsbericht der Jugendmannschaft ist da. Gut, Kaminski sieht solide aus. Kann man auf jeden Fall im Moment erstmal mitnehmen. Wenn man den weiter trainiert, kann der ja ganz gut werden. Wir gehen aber erstmal weiter. Und werden dann in der nächsten Episode das erste Spiel dieser Saison machen, Leute. Von daher, ja, würde ich das Spiel... Diese Episode hier gleich beenden, ohne irgendwie groß was erreicht zu haben. Starke Episode, Leute. Aber wir kriegen auf jeden Fall nochmal ein Transferangebot für Starzev. André Starzev. Verhandeln wir natürlich. Ich würde ihn gerne verkaufen, bin ich ehrlich. Ich würde gerne die Kohle mitnehmen, die er einbringen könnte, um dann halt noch einen weiteren Spieler zu holen einfach. Ja, verhandeln wir natürlich mit dem FC Tokio. Er ist 425.000 wert. Wäre auf jeden Fall gerne bereit, ihn für 720.000 knapp ziehen zu lassen. Ist halt ganz schön viel. 410 und na gut, machen wir mal so. Dann bleiben wir bei 720. So, mal gucken, was sie da sagen werden. Wir wollen keine Weiterverkaufsgebühr. 460, sie sind schon mal über Marktwert, das ist schon mal ganz gut. Wir gehen erstmal auf 700 runter und gucken dann, wie weit sie uns entgegenkommen. Ey, so. Dann gucken wir mal, wie weit sie uns entgegenkommen. So viel dazu. Ja, vielleicht sollte ich auch wirklich erstmal noch verlängern, Leute. Ich glaube, ich verlängere dann jetzt erstmal noch mit vielen Spielern in dieser Episode und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das getan habe. Werde dann sowieso noch einige auf die Transferliste setzen, etc. Wobei, Leute, schreibt es mir in die Kommentare, soll ich erst mit den Spielern verlängern und sie dann auf die Transferliste setzen? Soll ich, weiß ich nicht. Ihr seht hier nochmal die ganzen Spieler, die dessen Verträge eh auslaufen. Also klar, ein Sparge will ich auf jeden Fall verlängern, in Devante Parker auch. Soll ich mit denen verlängern und dann einige, wie zum Beispiel Starzev, Broschinski, Beazid, ja, alle auf die Transferliste setzen? Schlüter, weiß ich nicht, Stanese. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Wen wollt ihr weiter behalten? Wen wollt ihr gehen sehen? Wen soll ich verlängern? Etc. Schreibt es mir rein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann, haut rein und ciao.